Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel SV Werder Bremen gegen Mainz 05. Endstand 2:2. Wir begrüßen beide Trainer hier oben auf dem Podium und wünschen uns von Sandro Schwarz das erste Statement zum Spiel. Wir wünschen heute schon. Es ist Weihnachten. Also okay. Ja, hallo zusammen. Ich denke, dass uns man nicht angemerkt hat von Beginn an, dass wir uns sehr viel vorgenommen haben im Spiel. Ich glaube, dass wir eine erste Halbzeit hingelegt haben, die nicht gut war, die dann natürlich auch dann dem Spielverlauf entsprechend auch relativ schwierig war für uns mit dem frühen Rückstand 0-1. Trotz allem hatten wir dann die Situation mit Levin Özcanali, den Distanzschuss an die Latte, wo dann Pech drin war. Aber spätestens ab dem 0-2, nach der Standardsituation auch heraus, wo wir dann Rückstand geraten mit 2 Toren, keinen Zugriff richtig gehabt, keine richtige Schärfe dann auch mehr im Spiel gehabt. Da hat man dann gemerkt, dass der Kopf dann auch eine Rolle spielt in so einem wichtigen Spiel heute. Trotz allem hat man dann die Möglichkeit gehabt mit Pablo zum 2-1, der Blasis dann. Aber es war dann, wie gesagt, die erste Halbzeit nicht gut und dann mussten wir uns schütteln, Halbzeitpause. Haben dann Fabi Frey nach hinten gesetzt dann mit Emil Berggren dann eine zweite Spitze zu bringen, dann einfach nochmal eine mehr Präsenz zu haben im Spiel. Und hatten dann mehr Ballbesitz dann auch und viele Spielanteile, hatten direkt dann nach der Halbzeitpause die Möglichkeit schon zu verkürzen auf 2-1. Und trotz allem haben wir dann zu wenige Abschlüsse gehabt für die Spielanteile, die wir hatten. Und haben dann Glück gehabt nach der Standardsituation, glaube ich, wo Prosi auf der Linie rettet. Und hinten raus dann großartige Moral gezeigt, dann, dass wir dann nochmal glücklich einen Punkt mitgenommen haben. Aber trotz allem, erste Halbzeit von der Leistung her nicht gut, zweite Halbzeit Leistung verbessert und überragende Mentalität gezeigt. Und ich finde, dass es natürlich extrem wichtig ist, dann auch vor der Winterpause, was Bundesliga betrifft, mit so einem Gefühl dann das zu beenden aus unserer Sicht. Dankeschön. Vielen Dank, Florian Kohfeldt. Ja, hallo an alle, die uns zuhören. Ich glaube, muss ich nicht drum herum reden. Ist für uns ein bitteres Ende gewesen in diesem Spiel, weil ich es auch in der Gesamtheit, teile ich im Grunde das, was Sandro sagt, in der Gesamtheit war es ein glücklicher Punkt, glaube ich, für Mainz am Ende dann, aber haben sie sich mit ihrer Moral verdient. Wir haben eine erste Halbzeit gespielt, die sehr gute Aktionen nach vorne hatte, die aber auch teilweise auch Lücken hatte nach hinten. Da war ich auch nicht so ganz zufrieden, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir viel darüber gesprochen in der Halbzeit, dass das jetzt genau so kommen könnte, dass wir aktiv bleiben müssen. Das haben wir nicht mehr so geschafft. Ein Erklärungsansatz dafür ist zumindest für mich, dass wir auch die eine oder andere Position dann positionsfremd besetzen mussten ein bisschen schieben, mussten Bagi dann leider irgendwann rausnehmen. Und dann ist dieses nach vorne verteidigen, was uns einfach in der ersten Halbzeit ausgezeichnet hat, ist nicht mehr ganz so zum Tragen gekommen. Trotzdem finde ich auch, den Standard hat Sandro angesprochen, ich kann mich jetzt erst direkt nach der Halbzeit die Szene und ansonsten kann ich mich nicht an viele richtig, richtig zwingende Chancen von Mainz erinnern, obwohl sie mehr Ballbesitz hatten, zweite Halbzeit. Deshalb tut es umso mehr weh, das nicht über die Zeit gebracht zu haben und vor allen Dingen nicht eigentlich auch das Dritte gemacht zu haben. Die Räume waren irgendwann definitiv da. Ich kann mich an Maxi erinnern im Strafraum, an die Standardsituation, an Jerome, an Ishak nochmal in den Laufduellen. Da waren durchaus Möglichkeiten dazu da, das Spiel dann für unsere Gunsten endgültig zu entscheiden. Trotzdem, nochmal, das tut richtig weh heute, aber wir müssen die Gesamtsituation auch betrachten und wir müssen heute darüber schlafen und wir werden morgen aufwachen und stehen auf dem Relegationsplatz. Und ich sage es nochmal, wir haben hier, die Bremer Journalisten werden mir recht geben, in letzter Zeit viel darüber geredet, aus welcher Situation wir kamen. Und ich will nicht sagen, dass es ein Ziel ist, natürlich für uns auf dem Relegationsplatz zu überwintern. Aber es schärft die Sinne. Wir sind in einer Ausgangsposition, mit der wir auf jeden Fall die Liga halten können in der Rückrunde. Und das werden wir mit einer guten Vorbereitung, werden wir uns gut darauf vorbereiten. Und dann werden wir die Liga halten. Und dementsprechend tut das heute vom Spiel her mega weh. Aber von der Gesamtsituation her sollten wir auch uns nicht zu sehr von den Emotionen leiten lassen. Haben wir wieder gepunktet heute und werden dann am Mittwoch alles reinlegen, um hier im Heimspiel gegen Freiburg im DFB-Pokal eine Runde weiterzukommen. Und darauf liegt ab jetzt, wenn ich mit der Presserunde fertig bin, mein Fokus. Vielen Dank. Gibt es Fragen an beide Trainer? Frank Hellmann?
Kofeld, Sie haben ohne Konjunktiv das eben formuliert, wir werden die Liga halten. Also macht Sie Ihre persönliche Bilanz, 3 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen, die ja, wenn man das so weiterrechnet, zum Klassenerhalt reichen würde, so optimistisch und braucht es da auch keine Verstärkung in der Winterpause, dass Sie diese Aussage so aufrechterhalten? Ich halte diese Aussage deshalb aufrecht. Erstens, weil ich sie nach 3 Tagen, die ich mit der Mannschaft trainieren durfte, hatte. Und ich halte sie deshalb aufrecht, weil ich absolut an den Charakter dieser Mannschaft glaube, der gerade jetzt, wenn wir Richtung Saisonende dann ja uns doch mehr bewegen, immer wichtiger wird, weil Sandro hat es angesprochen, diese Spiele, wo der Kopf wichtig wird, die werden mehr. Wir hatten jetzt schon viele davon. Und ich weiß, dass die Mannschaft grundsätzlich dazu in der Lage ist, das auszuhalten. Das macht mich sehr optimistisch. Und zweitens auch die grundsätzliche Qualität im Kader. Und ich glaube, wenn man heute sieht, welches Spiel Ishak Belfodil abgeliefert hat, über 91 Minuten, dann kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, dass wir auch Qualität haben, die wir dann bringen können. Und wir halten natürlich die Augen offen, wie jeder Bundesligist, aber Sie werden von mir definitiv keine Forderungen nach Neuzugängen hören. Gibt es weitere Fragen? Guten Tag, Nikola Huland von der DPR. Herr Kofeld, sind Sie denn sicher, dass Sie in der Rückrunde auch noch dabei sind als Cheftrainer? Also ich bin sicher, dass ich noch bei Werder Bremen bin in der Rückrunde. Und alles Weitere werden wir nach dem Freiburg-Spiel ganz in Ruhe mit Frank Baumann und ich besprechen. Wir haben ein sehr hohes Vertrauensverhältnis. Wir sind im täglichen Austausch und unser Fahrplan war von vornherein klar. Wir haben auch immer gesagt, es ist nicht unbedingt abhängig von Punkten, was passiert, sondern es geht um eine Gesamtentwicklung. Und es geht auch darum, ob wir beide zu dem Entschluss kommen, dass es für den Verein die richtige Lösung ist. Und dementsprechend werden wir uns nach Freiburg zusammensetzen. Vor Weihnachten, aber nach Freiburg und dann werden wir alles Weitere bekannt geben. Einmal die Frage. Herr Schwarzer, Daniel Prosinski sagte, es hätten komplett die Emotionen gefehlt. In der ersten Halbzeit sei eine absolute Frechheit gewesen. Er wisse nicht, ob jeder wisse, um was es geht. Wie kann das sein? Ja. Gut, wir wissen, wie Prosi ist nach dem Spiel. Ich glaube, dass das Gegentor eine Rolle spielt. In der 2. Minute, wenn du da 0-1 zurückliegst, dann den Lattenschuss hast, geht nicht rein, dann liegst du in eine Viertelstunde 2-0 zurück. Dass das, gerade was ich gerade schon angesprochen habe, dass es in der Birne dann auch eine Rolle spielt und dass wir dann auch keinen richtigen Zugriff hatten. Und heute haben wir, und das ist auch so ein bisschen symptomatisch für unseren Hinrundenverlauf, wenn wir eine sehr gute Emotionalität haben, eine sehr gute Schärfe haben in unseren Aktionen, dann haben wir eine sehr gute Qualität. Das haben wir dann in zweiter Halbzeit ansatzweise gezeigt und dann sind wir auch im Bereich, Spiele zu gewinnen und auch zu punkten, auch auswärts. So, und trotz allem gibt es immer mal wieder im Sport, dass du dir sehr viel vornimmst und mit Gegentreffern dann aber irgendwie den Stock in den Speichen drin hattest und das hatten wir heute erste Halbzeit. Weitere Fragen? Herr Klobisch. Florian Kofeld, was war heute der genaue Grund, warum Max Kruse nicht mit aufgelaufen ist? Max hatte Adduktorenprobleme, die das leider verhindert haben. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche gemeinsam eine gute Heimreise. Dankeschön.